it in, start the mix in. Jawohl, da sind wir auch schon wieder. Ich bin's natürlich, euer Crazy Memphis. Ja, wir sind hier am Feuerbandschrein. Ja, und natürlich erst nochmal willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, sehr schön. Das ist natürlich Helena in ihrem Badass-Kostüm. Jawohl. Wir haben uns ja quasi vorbereitet jetzt für die jeweilige Area, die ich jetzt betreten möchte. Ich hatte ja quasi, ein Voting gestartet, beziehungsweise halt eine Frage gestellt, wo ich halt als nächstes hin soll. Leider ist dieses Voting, beziehungsweise diese Frage, nicht so gut aufgegangen. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat sich dann halt gewünscht, wo ich gerne hin möchte oder soll, wie auch immer. Ja, und das wird jetzt, werden jetzt die Katakomben werden und danach halt Grabmal der Riesen. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir halt eine göttliche Axt gemacht und ja, das brauchen wir auch. Denn ist halt ziemlich fies, die Area. Ach so, halt, ich wollte mich nochmal kurz menschlich machen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal los. Auf in die Katakomben. Oh mein Gott, das kann was werden. Ich habe auch schon, wie gesagt, alles vorbereitet. Also ich hoffe, dass ich alles vorbereitet habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe die göttliche Waffe halt als göttliche Streitaxt. Ich habe den Lichtschein, damit ich da unten auch ein bisschen was sehen kann. Wobei in den Katakomben geht es noch relativ. Wo es halt wirklich schwer wird, ist es dann ja in den Grabmal der Riesen. Ne? Da ist es wirklich duster. Pretty, pretty duster. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wie üblich, ob man einen davon angreifen kann. Und zwar so. Ah. Nee, so geht's nicht. Okay. War ja mal ein Versuch wert, nicht? Na los, komm. Hopp. Einer nach dem anderen, bitte. Und jetzt weiß ich allerdings auch nicht, ob die Axt überhaupt stark genug ist. Das werden wir jetzt sehen. Oh ja. Oh doch. Das geht. Das geht. Na komm, ran hier. Haha. Pretty nice. Ja, hier liegen auch noch schöne, schöne Sachen. Vor allem, was ich ja in einem Part erwähnt hatte. Hier vorne liegt irgendwo dieses Fernglas. Und ja, ist manchmal ganz lustig. Kann man eigentlich auch gut gebrauchen an manchen Stellen. Oh, das sind wieder zwei, ne? Oh, das machen wir so. Au. Nice. Und du gleich hinterher. Keine Chance. Was haben wir hier? Seele. Deine Seele gehört mir. Ja. Ja, irgendwie, euch fällt bestimmt auch auf, dass ich hier voll auf diese Mortal Kombat-Lache nachmache von Goro. Irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Warum ich damit angefangen habe. Aber irgendwie finde ich es cool, weil ich habe jetzt schon mehrfach bestätigt bekommen, dass sich das eigentlich fast original anhört. Deswegen. Und irgendwie passt es auch zu Dark Souls. Ja. Okay, jetzt genug davon. Hier müsste jetzt eigentlich noch ein Riesenskelett irgendwo kommen. Wo ist es? Hier ist es. Ich schnapp mir erstmal hier. Oh, komm, schnapp's hier. Der Riese, der Riese. Ja, und das ist nur einer davon. Und dabei sind wir noch nicht mal in einem Grabmal der Riesen. Hey, sag mal, bist verrückt oder was? Hier wird nicht getreten. Ist unfair. Ja, ja, komm. So, ich bin dran. Hey. Haha, daneben. Good night. Ja, um nochmal auf das Göttliche zurückzukommen. Ich meine, ich habe das ja quasi davor schon so ein bisschen erklärt. In den Katakomben gibt es dann quasi solche, ich weiß nicht, sind das Priester? Ich habe keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall Leute, die diese Skelette mehr oder minder verzaubern. Ja, und die Skelette, also wenn man dann halt eine normale Waffe hat, keine göttliche, dann tauchen die Skelette immer wieder auf. Das heißt, sie stehen immer wieder auf, sind halt HB-Männchen, ne? Und das ist ziemlich unschön. Oh, okay, jetzt kann es hier ziemlich gefährlich werden. Ich brauche nur einen Weg. So. Okay. Okay.
Oh, jetzt hab ich daneben. Oh. Und du auch noch. Oh, wow, wow. Hauptsache das Große ist schon mal weg. Ich bin Erster. So. Ihr Geier, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja, komm mal ran auf einen Zentimeter, ihr beiden hier. Was ist los? Und greif an. Eins, zwei und du auch noch. Jawohl. Das klappt ja wunderbar. Wunderbar. So, was haben wir hier? Der Zweihänder. Hier ist er, der Zweihänder. Ja, auch eine schöne Waffe. Ist hier gerade ein Gegner? Nein, gut. Ich werde euch mal die Waffe vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich sie schon tragen kann. Aber wir werden mal gucken. Oh doch, ich könnte sie tragen, aber ist natürlich arschschwer. So sieht er aus, der Zweihänder. Ja, Zweihänder ist natürlich schon, ne, sagt ja schon aus, zweihändig. Aber ist dann auch nicht gerade schneller. Aber hat natürlich dann einen gewissen Bums drauf. Einen gewissen guten Bums sogar. Aber wir bleiben erst nochmal hier bei unserer schönen Axt. Ja, ich glaube, hier müssten dann, oder das müsste hier die, das Fernglas sein. Jawohl. Okay. Irgendwas lag hier aber noch rum. Wollen wir uns nochmal umschauen, bevor wir hier reingehen. Oh ja, Skelette lagen hier rum. Mach dich nieder. Und. Aha. So. Okay. Ich bin trotzdem der... Ah ja, genau. Hier liegt doch noch was. Aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Oh, hier liegen auch noch Skelette rum. Natürlich, natürlich. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Aua, aua, aua. Mensch. Da will ich meinen Abonnenten zeigen, was hier rumliegt. Und ihr stört wieder nur. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das Caduceus-Schild. Okay, aha. Und was hat er hier für uns? Hey. Seine Seele darf ich nicht bekommen. Hier, seht ihr das? Die glitscht mir weg. Na denn. Hä? Warum stand hier gerade plündern? Und jetzt ist... Hä? Okay. Ein Krummsäbel. Sehr schön. Ja, aus dem Krummsäbel, beziehungsweise auch aus dem anderen Schwert, dieses Falkion, habt ihr ja auch in diesem einen Part gesehen. Was heißt Part? Das habe ich ja hier eigentlich. Den Part hänge ich ja eigentlich nur dran. Da werde ich dann das Quelax-Furien-Schwert draus machen. Da habe ich ja quasi so einen Suicide-Run gemacht. Habe mich quasi sterben lassen. Nur damit ich halt diese Chaos-Glut bekomme. Ja, und die werde ich definitiv noch gebrauchen. Oh, Leute, ich will hier nicht rein. Die Catacombs. Ich will nicht. Weil das sind auch, das ist eine Area ziemlich, ziemlich mies. Ziemlich, ziemlich fies. So, dann komm mal her. Ja, hier diese Heads, da unten, die da schweben. Oh, die explodieren, wenn man halt nah rankommt. Au. Okay, der braucht schon drei Schläge hier unten. Aber, wie gesagt, mit der göttlichen Waffe ist es... Also hätte ich jetzt keine göttliche Waffe, würde er sich jetzt nach ein paar Sekunden wieder aufrappeln. Mit der göttlichen Waffe bleibt der Legion. Das wollen wir nämlich haben. Ansonsten ist das hier nämlich die echt übelste Problemzone. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Skelett. Ich habe nämlich keinen Bock auf diese Heads. So, okay. Nice. Ist hier einer gleich um die Ecke. Wusste ich doch, ich bin zuerst dran. Verrecke. Jawohl. Ja, Seelen geben sie natürlich auch nicht gerade viel, nicht wahr? Ich jump hier runter, weil das geht schneller als mit der Leiter. Und es tut auch nicht so dolle weh. So, dann kommen hier jetzt, glaube ich, noch 2 bis 3 Skeletts. Einer hier. Wupp. Jawohl. Ihr habt keine Chancen. Ich habe die göttliche Macht mit mir. Ey, dann nützt ja auch dein Schild nichts. Au, au. Und blocken, jetzt bin ich dran. Mann, Mann, Mann. Nochmal einen Schluck hier, auf die Schnelle. Okay. Ja, und wenn man halt diese göttliche Waffe nicht hat, dann kommt hier halt irgendwann so ein komischer Verschwörer-Typ, der, wie gesagt, hier diese Typen, die Skelette quasi verzaubert.
oder verzaubert hat, sodass sie halt immer wieder aufwachen. Und den muss man dann halt quasi zuerst töten. Und wenn man den dann platt gemacht hat, kann man auch die Skelette in seiner Area auch platt machen und dann bleiben sie auch platt. Allerdings ist das ziemlich, ziemlich kompliziert und ziemlich, ziemlich nervig. So, hier wäre jetzt zum Beispiel der erste, weil hier auch ein Leuchtfeuer ist. Hä, wo ist er hin? Da. Ich wollte gerade sagen. So, das wäre jetzt hier dieser Typ. Und jetzt würden die Skelette quasi auch so sterben ohne eine göttliche Waffe. So, erstmal Leuchtfeuer anmachen. Dann betätigen wir erstmal einen Schalter. Sonst geht's nämlich gar nicht weiter. Ja, dann rasten wir hier natürlich auch, logisch. Sind zwar wieder die ganzen Skelette da, aber was soll's. Aufsteigen kann ich eh noch nicht. Zauberei habe ich Lichtschein und Feuer, glaube ich, am Start, ne? Jawohl. Okay. Weiter im Text. Na komm ran hier. Ja, und in den Katakomben gibt es halt auch einen Schmied. Und der ist am Anfang ein bisschen, oder da ist es am Anfang ziemlich tricky ranzukommen. Oh, ein Schild, rot-weiß, aha. Los, steh auf, du Sau. Und legst sie wieder nieder. Ja, hier gibt es auf jeden Fall einen Schmied und da ist es wirklich tricky ranzukommen. Ich hoffe, dass ich das beim ersten Mal schaffen werde. Okay. Ja, jetzt können wir hier ein bisschen tricksen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Da läuft dieser Priester, falls man ihn erkennen kann. Ich probiere mal ran zu zoomen. Da. Ah, nein, hau nicht ab. Oh. Das war Mist. Ziemlich Mist. Gucken, da ist eine... Ist er dahinter? Nein. Doch, da kommt er. Und... Wenn ich schnell genug bin, dann schafft er auch seinen Zauber nicht zu wirken, weil er kann halt auch mit Feuer schießen. Und das kann ziemlich wehtun. Nein, nein, daneben. Das ist gefährlich. Oh, doch nicht daneben. Nice. Nein. Oh. Habe ich ihn? Ich habe ihn. Wow. Okay. Weil wenn der mit seinem Feuer schießt, wie gesagt, das ist ziemlich nervig. Der trifft halt auch von da hinten ziemlich gut. Und ja, das will man natürlich nicht haben. Und hier kommen jetzt auch noch Skelette ohne Ende. Skeletor, jawohl. Wer macht hier so seinen komischen Flug? Okay, nächste. Next one, please. Na komm, wo bist du? Da ist er. Sind sogar noch zwei hier. Oh, nice, mit einem Schlag. Oh, er blockt das Ding. Jetzt wollte ich gerade mal so einen Kraftschlag machen, sage ich mal. Los. Jetzt bin ich. Und batz. Jawohl. One-Hitter. Mehr oder minder. Okay. Ja. Oh, es wird immer lustiger. Jetzt kommt hier oben, glaube ich, noch ein Bogenschütze. Hier oben links gleich. Deswegen, das ist tricky, weil hier sind jetzt auch noch genug Skelette, Skeletons. Du kommst mal her, hier auf einen Zentimeter. Whoop. Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Ja, ich locker die Skelette immer gerne an. Und lass sie in den Tod stürzen. Er ist ja gar nicht gestorben. Ach ja, stimmt, der ist ja quasi auf natürliche Art gestorben, deswegen zählt das ja gar nicht. Ha. Das heißt, er wacht ja wieder auf. So, komm mal her hier. So, der ist auch so blöd und rollt mal schön runter. Ja, so gefällt mir das. So kann man das halt machen, also zack. Und die rollen dann halt runter und dann hat man da erstmal wieder ein bisschen mehr Platz als vorher. Ich meine, die KIs sind ja nicht unbedingt die schlauesten hier. Man kann sie auf jeden Fall schön verarschen. Was uns Gamern auch zugute kommt. Ah, nicht ihn anvisieren. Ich glaube, hier kommt noch einer irgendwo. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na gut. Aber hier kommen jetzt wieder welche. Definitiv.
Okay, ja. Ich werde dann mal, ich weiß gar nicht, ob es dann in dem, wenn das Video quasi fertig gemacht ist, ob man hier genug erkennt. Falls man nicht genug erkennt, werde ich natürlich erstmal die Helligkeit für euch natürlich dementsprechend einstellen. Damit ihr natürlich auch das alles mitbekommt, was hier passiert. Natürlich nur Schwachsinn. ja, hier ist natürlich wieder Falle. Nicht wahr? Da ist definitiv eine Falle. Jetzt weiß ich nicht. Kann man die auch so triggern? Ich höre irgendwas. Ich habe hier irgendwas laufen hören. Lasst mich bloß in Ruhe da. Gut, dann machen wir es einfach. Rein und wieder raus. So kann man es auch machen. Ja, ja, komm, on. Smash. Oh, er hat schon wieder geblockt. Dumme Sau. Komm her, ich will dich mal parieren. Mach mal, komm. Ich probiere. Oh, da kommt der Reiter. Ah, Hilfe. Shit. Ihr seid's des Wahnsinns. Jetzt aber. Hab dich. Jetzt komm, dich will ich parieren, du dumme Sau. Komm. 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 Ja, Mai, mach was. Oh, toll. Au. Das war's dann mit dem Parieren. Jetzt reicht's. Jetzt mache ich dich nieder. Genug rumgespielt hier. Meine Güte. So. Okay. Ja, dann können wir uns das schnappen. Zack. Der Falkenschnabel. Noch eine neue Waffe. Ist eine Waffe, die habe ich, glaube ich, auch noch nie benutzt. Deswegen kann ich dazu leider nichts sagen. Okay, hier sind eigentlich auch zwei, aber es bäumt sich nur einer auf. Yep. Und gute Nacht. Hier vorne müsste eigentlich auch gleich wieder so ein komischer Priester kommen oder sowas. Ah! Lass mich in Ruhe! Weg mit dir! Ja, wir... Ach, da vorne steht schon mal einer hier. So. Komm mal ran. Ja, ja. Gute Nacht. So einfach kann man es haben bei Dark Souls. Aber ihr kennt es selber, man kann es auch sehr, sehr schwer haben. So, jetzt haben wir hier doch irgendwo diesen Schützen. Wo ist er? Da. Oh mein Gott, ich kann ihn kaum erkennen. Ich sehe nur leicht die Silhouette. Und ich treffe nicht mal. Na wunderbar. Ja, den müssen wir zuerst schnell platt machen. Jawohl, umdrehen. Oh, war schon just a little bit zu spät. Aber, ey, geht noch. Geht noch. Wieder ein Rot-Weiß-Schild. Auch kein Mensch. Okay. Ja. Ich muss selbst nochmal genau gucken. Ich kenne die Wege nicht mehr ganz auswendig. Deswegen verzeiht mir, wenn ich hier ein bisschen... Achso, hier gehe ich nur zurück, ne? Oder? Gehe ich hier nur zurück? Ja, natürlich gehe ich hier nur zurück. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Phänomen bei den Katakomben. Es ist so komisch hier zu sehen alles, dass man ja halt zurückläuft, ne? Halt, hier, da fällt man zurück, das ist nicht gut. Gut, dieser Weg hier, das ist der richtige Weg. Okay. Ja, hier wird es nämlich gleich lustig. Hier kommen einmal diese Scheißköppe und Skelette. Und, ja, man muss hier jetzt versuchen, diesen Stein umzudrehen. Und da hinten ist halt so ein Mechanismus, da müssen wir jetzt hinkommen. Und das probieren wir doch mal. Komm her, du Head. Explodier. Ja, er hat halt Area Attack. Ganz schnell weg. Ganz weit weg vor allem. Los, kommt her, ihr Heads. Kein Bock auf euch, ey. Au! Und ja, stimmt, die sind ja auch noch da. Hab ich mich jetzt aber verjagt, Alter, ehrlich. Shit. Oh, die habe ich ganz vergessen. Also, die ziehen nicht viel Energie ab, aber sie erschrecken einen ziemlich, ziemlich dolle. Ja, komm her, ja, komm. Zack, und good night. Oh, toll, hat ihn jetzt das Ding getötet oder ich? Jetzt muss ich nochmal warten.
Da trinke ich auch nochmal einen Schluck sicherheitshalber. Er scheint liegen zu bleiben, oder? Ja, er scheint liegen zu bleiben. Hoffen wir es mal. Ah, oh, da ist ja noch ein Kopf. Ah, Hilfe. Egal, holen wir erstmal das Skelett hier ran. Nice. So gefällt mir das. Okay. Lauf an dem Kopf vorbei. Ja! Nein! Oh, er hat mich trotzdem noch erwischt. Die dumme Sau. Die dumme Sau. Jetzt muss ich hier rum. Schnell! Töte ihn! Und jetzt ihn! Ah! Mieses Stück Mieses, ey. Schluck. Nice. Oh, Mann, 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 Mann. Okay. Hier muss man echt schnell reagieren können. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. So, hiermit machen wir jetzt die Brücke. Falls man sehen kann, da. Zack. Und jetzt können wir da auch rüber. Holen wir uns hier natürlich noch ein Item. Seele Krieger. Sehr, sehr schön. Ja, ob wir dann erstmal hier einen Break einlegen? Ich denke schon, denn wir haben... hier haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es dauert bis zum nächsten Leuchtfeuer. Deswegen, ja, machen wir hier einen Break. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns zur nächsten Runde. Let's play Crazy Games Dark Souls. Ja, alles klar. Dann bis dahin wieder. Ciao. Ciao.